vorstellen. Mein Name ist Ralf Dieter Kanzler. Ich bin der Vorsitzende des Freundschafts- und Fördervereins St. Marienwörth. Schon annähernd 10 Jahre. Dieser Verein wurde initiiert seinerzeit von dem bereits verstorbenen Alex Jakob, der mir dann auch dieses Amt übertragen hatte am Sterbebett, mit der Bitte in seinem Sinne diese Vorstandsarbeit weiterzuführen. Mein Ziel ist es, hier dem Krankenhaus gewissermaßen zur Seite zu stehen im Rahmen einer Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus ist es natürlich eine hehre Aufgabe, Spendengelder einzusammeln, damit wir gewisse Projekte unterstützen können. Darüber wird sicherlich Bruder Bonifatius mehr etwas zu sagen können. Das ist natürlich eine wichtige Aufgabe, denn an das Geld anderer Leute zu kommen, ist mitunter schon ein Problem. Aber es hat uns immer wieder geholfen und wir sind dadurch auch in der Lage, Dinge und Sachen und Geräte anzuschaffen, die wir ansonsten vom Kostenträger nicht bezahlt bekommen und damit unser Krankenhaus in den Vordergrund zu rücken. Mein Name ist Bruder Bonifatius, Vorstandsvorsitzender der Franziskaner Brüder vom Heiligen Kreuz e.V. Ich darf an der Seite von Herrn Kanzler als stellvertretender Vorstandsvorsitzender im Freundschafts- und Förderverein St. Marienwörth e.V. tätig sein. Meine Rolle ist sozusagen das Bindeglied zwischen Förderverein und Trägerverein darzustellen. Bin gerne in dem Verein an der Seite von Herrn Kanzler aktiv, weil wir auch, glaube ich, auf der gleichen Wellenlänge schweben, die Chemie stimmt und dadurch wir ein sehr starkes Team sind und auch viel für den Förderverein tun können, der hier in der Region im Landkreis Bad Kreuznach die Einrichtung der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz unterstützt. Zu dem Stichwort Unterstützung. Heute Morgen hatten wir dem Chefarzt der chirurgischen Abteilung, Professor Paschold, eine größere Summe, 9.000 Euro überreichen dürfen für die Anschaffung einer laparoskopischen Sonde für onkologische laparoskopische Operationen. Die chirurgische Abteilung ist derzeit neueste zertifiziertes laparoskopisches Kompetenzzentrum hier in Rheinland-Pfalz oder bundesweit. Wir haben auch seit neuestem die Leberchirurgie hier im Krankenhaus St. Marienwörth implementiert. Der Herr Kanzler ist so der Fachmann, der den Leuten das Geld aus der Tasche lockt. Vielleicht kann er mal 2 Sätze dazu sagen, wie er das immer so schön macht. Das ist natürlich eine gute Frage und ich weiß nicht, das liegt eben daran, dass man auf die Leute zugeht, die die Spendengelder zur Verfügung stellen. Und ich kann mich daran erinnern, wenn wir diese Weihnachtskonzerte stattfinden lassen, am Schluss ist mein Wort immer: Meine lieben Gäste, ich möchte es nicht klingeln hören, sondern rascheln. Und das bedeutet natürlich, dass hier Geldscheine gesponsert werden sollen. Ansonsten sind wir natürlich aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit sehr gut vernetzt hier in der Umgebung und dadurch auch in der Lage, große Spender ansprechen zu können, die namentlich genannt werden dürfen, wie die Sparkasse Rhein-Nahe und die Stadtwerke hier in Bad Kreuznach. Also ich bin seit über 40 Jahren freiberuflich tätig als Rechtsanwalt und auch in der Steuerberatung, mit einem eigenen Steuerberatungsbüro. Unser Büro hat über 20 Anwälte und 5 Steuerberater und sind überregional tätig, also nicht nur in dem Raum Bad Kreuznach, sondern deutschlandweit. Und dann kommt es eben dazu, dass man über die Jahre hinweg sich natürlich auch ein gewisses Netzwerk aufbaut. Ja, Netzwerk ist ein zweites großes Stichwort. Netzwerk ist auch für das Krankenhaus St. Marienwörth und auch für die anderen Einrichtungen in unserer Trägerschaft ganz wichtig. Ein Haus alleine, ein Krankenhaus alleine kann kaum bestehen. Wir brauchen ein Netzwerk, um auch das, was wir hier als Dienstleistungen anbieten, natürlich in die Öffentlichkeit zu transportieren. Aber wir brauchen auch ein politisches Netzwerk, wenn wir zum Beispiel etwas investieren möchten als Träger hier im Krankenhaus St. Marienwörth. Dann ist es gut, die Kanäle, die politischen Kanäle, die auch im Förderverein sich gründen, auch zu nutzen und natürlich auch die Werte, die wir in unseren Einrichtungen vermitteln möchten, auch in die Breite hinauszutragen in die Gesellschaft. Das ist auch Auftrag des Freundschafts- und Fördervereins. Ja. Und dazu stehen wir beide. Dazu stehen wir beide und wollen auch heute schon auf eine Veranstaltung hinweisen. So haben wir ja diesen Benefizlauf, das dürfte auch wieder Anfang Oktober sein, wie immer. Und da hoffen wir natürlich auf eine vielzählige Besucherzahl, damit wir auch da wieder Gelder einnehmen können, die wir für einen guten Zweck verwenden.
Und wenn Sie Mitglied werden möchten im Freundschafts- und Förderverein, wir haben im Moment so ungefähr 180 Mitglieder, wenden Sie sich an die Zentrale des Krankenhauses. Dort liegen Flyer. Einfach Flyer mitnehmen, ausfüllen, zurückgeben. Und schon sind Sie Mitglied im Freundschafts- und Förderverein St. Marienwörth e.V. Und dazu darf ich noch beitragen, dass mein Werbespruch mir gewesen ist, werden Sie Mitglied, Sie bekommen ein 3-Gänge-Menü kostenfrei um die Weihnachtszeit bei einer Mitgliederversammlung, das gibt es im kleinen Verein. Na, aber ansonsten kann ich Ihnen zusagen und versprechen, dieses 3-Gänge-Menü ist es wert. Dankeschön. Bitte sehr. Ja, wenn Sie nähere Infos haben möchten, auch in den sozialen Medien, einfach anklicken www.marienwörth.de. Dort gibt es einige Infos auch zum Freundschafts- und Förderverein. Nochmals in Ruhe nachlesen. Ich wiederhole www.marienwörth.de.